Was geht ab, Freunde des Paranormalen, und willkommen oder willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin Abby, das ist mein Kanal. Wir reden über Spooky Shit und machen Spooky Shit. Also, wenn dich das interessiert, lass ein Abo da. Ihr könnt sehen, ich befinde mich in meinem weihnachtlichen Setup, denn bald geht es los mit Creepmas. Und für Creepmas habe ich mir gedacht, wir gehen nicht ohne Creepypastas. Deswegen wird es wie gewohnt immer sonntags eine Creepypasta geben um 18 Uhr. Also schaltet gerne rein, wenn ihr euch ein bisschen gruseln wollt, wenn ihr irgendwelche Hintergrundgedüdel braucht, wenn ihr gerade am Backen seid oder am Kochen oder sonst was. Kommt gerne auf meinen Kanal und hört die Creepypastas an. Heute geht es auf jeden Fall um ein anderes Thema. Wie ihr im Titel schon lesen könnt, werden wir uns heute die verfluchtesten bzw. heimgesuchtesten Gegenstände der Welt anschauen. Ich meine, wir lieben ja alle Puppen, habe ich rausgehört. Und wir haben auch schon viel über Haunted Dolls gesprochen, aber es geht heute nicht um Puppen, beziehungsweise sagen wir nicht nur um Puppen, sondern allgemein um heimgesuchte und verfluchte Objekte. Und wir widmen uns heute auch Gegenständen von der ganzen Welt, die vielleicht nicht so bekannt sind. Und auf die freue ich mich schon ganz besonders, weil ich selbst teilweise auch noch nie von diesen Gegenständen gehört habe. Und ich würde sagen, wir jumpen direkt rein, macht euch einen Tee, kuschelt euch in die Decke ein, jetzt wird's spooky. What if? Death speaks to you. Would you dare to listen? Schauen wir uns zuerst mal eine gruselige Legende aus Singapur an. Ein Land, welches wir auf diesem Kanal noch nie besprochen haben, glaube ich. Was aber wirklich einige schaurige Gruselgeschichten für uns bereithält. So auch diese Insel Pulau Ubin. Pulau Ubin ist eine kleine idyllische Insel östlich von Singapur. Wunderschöne Strände, unberührte, tolle Natur, aber vor allem auch eins, eine Haunted Doll. Und zwar diesmal keine gruselige Porzellanpuppe, wo schon der Arm oder ein Auge fehlt, sondern es geht heute um eine Barbie-Puppe. Barbie-Puppen hat man ja jetzt immer nicht so auf dem Schirm, wenn es um Haunted Dolls geht, aber ich muss sagen, klingt schon auch cool. Also es gab so eine Barbie-Puppe. Ich weiß nicht, wann die rauskam, aber das war so eine Vampir-Barbie. Ich finde die eigentlich ganz geil. Die wäre doch mal cool besetzt. Oder was ich mir auch überlegt habe, Robert the Doll hatten wir ja auch schon, könnt ihr hier anschauen. Robert the Doll gibt es kleine, es gibt kleine Robert the Dolls zu kaufen auf der Website. Ich wollte schon immer eine Robert the Doll haben, aber der Versand ist so teuer, deswegen habe ich mir bisher noch keine bestellt. Aber Leute, hear me out. Robert the Doll Replika, die wir dann besetzen lassen. Ist das nicht ein Video wert? Wäre das nicht ein Video wert? Lasst mal ein Like da, wenn ihr das sehen wollt. Dann machen wir das möglich, irgendwie. Weiter mit dieser Geschichte. Ich lasse mich immer zu sehr ablenken. Sorry, Leute. Die Geschichte beginnt mit einem jungen deutschen Mädchen, das mit ihrer Familie auf Pulau Ubin lebte. Sie hatten dort eine Kaffeeplantage und es ging ihnen eigentlich recht gut. Aber im Ersten Weltkrieg wurde ihr Vater verdächtigt, ein Spion zu sein, der mit japanischen Streitkräften in Kontakt stand. Und diese Zeit war sehr geprägt von politischen Spannungen und solche Anschuldigungen führten oft zu schwerwiegenden Konsequenzen. Die britischen Behörden verlangten, dass das Mädchen aussagt, um ihren Vater entweder zu ent- oder belasten. Und das ist so hoher Druck, dass das Mädchen natürlich große Angst davor hatte, ihrer Familie zu schaden. Und sie hatte natürlich auch Angst davor, was passieren würde, wenn sie aussagt, egal in welche Richtung, sodass sie ihre Aussage einfach verweigerte. Doch das machte das alles nur noch schlimmer, denn das Mädchen stürzte von einer Klippe. Also ganz seltsamer Zufall, wenn ihr mich fragt. Man munkelt, sie sei gestoßen worden, als sie geflohen ist, oder sie habe vor lauter Verzweiflung Selbstmord begangen. Doch man war der Überzeugung, dass der Vater auf jeden Fall unschuldig war. Doch der tragische Tod des Mädchens ist natürlich erst der Anfang unserer Geschichte. Denn nach ihrem Sturz fingen die Bewohner nun an, seltsame Ereignisse zu beobachten. Man sah die Gestalt des Mädchens an der Klippe stehen, wo sie verstorben war. Dabei sprach sie nie, wenn man sie dort antraf, doch man konnte sie vor allem nachts weinen hören. Die Geschichte besagt weiter, dass ein Einheimischer drei Nächte nacheinander Träume von einem Mädchen hatte und in jedem dieser Träume zeigte sie ihm dasselbe. Sie führte ihn zu einem Laden und zeigte ihm dort eine Barbie-Puppe. Nachdem er diesen seltsamen Traum jetzt schon nächtelang hintereinander hatte, beschloss er, ich muss dem Ganzen nachgehen. Also dieser Traum hat irgendwas zu bedeuten, auch wenn ich das Mädchen vielleicht nicht kenne. Ich muss wissen, was dieser Traum zu bedeuten hat. Er beschließt also, diese Puppe suchen zu gehen und er war auch nicht schlecht überrascht, als er sie kurz darauf wirklich in einem Laden entdeckte.
Er kaufte sie natürlich und brachte sie zu dem Schrein, den man dem Mädchen gewidmet hatte, wo eben diese Puppe heutzutage auch noch zu finden ist, sowie eine Haarsträhne des Mädchens. Der Schrein ist als The German Girl Schrein bekannt und Menschen, die ihn besuchen, berichten über schlimme Albträume, die sie bekamen, nachdem sie diese Puppe respektlos behandelt hatten. Hier muss ich allerdings sagen, absolut zu Recht, wie ich finde. Also, wäre ich ein Geist, würde ich es auch so machen. Wir wollen alle mit Respekt behandelt werden. Warum das mit Geisteswesen anders machen? Also, ich würde niemals irgendwie zu irgendeinem Gegenstand gehen, der als besessen deklariert ist und da irgendwie Witze drüber machen oder respektlos sein oder so. Also selbst wenn er nicht heimgesucht ist, würde ich das trotzdem nicht machen. Die Puppe soll auch öfter ihre Position geändert haben, aber nicht alle Dinge sind schlecht, denn man spricht hier auch von wundersamen Heilungen, von Krankheiten, von Menschen, die diese Puppe aufgesucht und zu ihr gebetet haben. Der Schrein ist natürlich absolutes Highlight von Touristen und die Besucher bringen ihr oftmals Opfergaben in Form von Spielzeug, Blumen oder Süßigkeiten dar. Und ich muss sagen, ich finde so Opfergaben immer total schön. Also das könnt ihr auch zu Hause übrigens machen, wenn ihr irgendwie Geisteswesen in der Wohnung habt oder mit Geisteswesen auch arbeitet, da sowieso. Da sollte man sowieso immer Opfergaben bringen. Aber auch wenn ihr hier zu Hause Kinderspirits habt oder so, richtet denen Platz ein oder muss nicht mal. Legt einen Teller mit Süßigkeiten hin oder so und bedankt euch einfach mal, dass sie da sind. Zeigt so ein bisschen ja, euren Respekt denen gegenüber. Finde ich eigentlich immer mega schön. Und das kann eben auch alles Mögliche sein. Also es können Lebensmittel sein, die sie früher gerne hatten. Oder bei Hecate zum Beispiel wäre es Lavendelei, Knoblauch und so weiter. Das können Blumen sein, Kerzen, Räucherware. Lasst da eure Kreativität freien Lauf. Aber jetzt wieder zurück zur Geschichte. Ich drifte hier schon wieder ab. Man ist sich nicht sicher, inwiefern diese Geschichte tatsächlich passiert ist. Also Historiker nehmen eher an, dass die Geschichte eine Mischung aus wahrer Begebenheit und düsterer Folklore sei. Und die Kriegszeit und die Spannung zu Japan hat natürlich ihren Einfluss auf diese Geschichte auch gehabt. Doch ob die Puppe im Nachhinein dazu gedichtet wurde, um die Geschichte dramatischer zu gestalten, das liegt natürlich wieder bei euch. Also lasst mich gerne in den Kommentaren wissen, glaubt ihr, dass diese Geschichte echt ist? Vielleicht war das auch ein kluger Schachzug von der Insel, um Touristen anzulocken oder so. Was denkt ihr, steckt dahinter? Ich fühle mich so ein bisschen wie Jonathan Frakes gerade so. Ist diese Geschichte wahr oder haben wir sie hinters Licht geführt? Wie wäre es, wenn ich so ein Format mache, wo ich so Geschichten erzähle und dann immer im Nachhinein aufdecke, ob die wahr oder erfunden sind. Und die Auflösung gibt es dann immer im nächsten Video. Should we do that? Anyway, also die Besucher des Schreins berichten jedenfalls über eine eigenartige Energie, die sie fühlen. Sie fühlen sich beobachtet oder verfolgt und es gibt ebenfalls Berichte von Touristen, die mit Träumen von dem Mädchen heimkehrten. Es gibt allerdings keine handfesten Beweise, dass diese Geschichte wahr ist. Also die einzigen Quellen, die man dazu hat, sind Interviews von einem Mann namens Chia Keng, wenn ich es richtig ausspreche, die in chinesischen und englischen Zeitungen erschienen sind. Er wohnte in der Nähe von diesem Schrein, er erzählte diese Geschichte, aber er sagte dann später, dass er nicht wisse, ob es sich wirklich so zugetragen hätte, da er erst 10 Jahre nach dem Tod des Mädchens geboren sei. Für andere wiederum ist die Geschichte nur ein Mahnmal der schrecklichen Vergangenheit und für andere steht es fest, dass diese Puppe von dem kleinen Mädchen heimgesucht ist. Lasst mich gerne wissen, was ihr von dieser Geschichte haltet und wir gehen zu unserem nächsten Gegenstand. Wir wissen ja, alle möglichen Gegenstände können besessen oder verflucht sein. Nicht nur Puppen, es gibt Gemälde, zu denen kommen wir auch noch gleich. Es gibt Schmuckstücke, alles. Alles kann heimgesucht, alles kann verflucht sein. So auch wie hier in diesem Beispiel ein wunderschönes Hochzeitskleid. Übrigens, wenn ihr immer noch nicht wisst, wo der Unterschied zwischen heimgesucht und verflucht ist. Heimgesucht ist kurz gesagt, wenn ein Geisteswesen dranhängt und verflucht ist, wenn wirklich Schadensmagie genutzt wurde, um diesen Gegenstand zu belegen, damit die Leute, die ihn dann besitzen, Unglück, Krankheit und sogar den Tod zu bringen. Und ja, so ist auch dieses wunderschöne Hochzeitskleid heimgesucht, nicht verflucht, heimgesucht. Es wird auch Anna Bakers Trauerkleid genannt und es ist nicht nur eine gruselige, sondern zugleich auch eine sehr, sehr traurige und tragische Geschichte, die auch mit sehr viel Herzschmerz einhergeht. Die Geschichte um das Kleid ist eine der bekanntesten Spukgeschichten in den Vereinigten Staaten und wird mit der Baker Mansion in Pennsylvania in Verbindung gebracht. Die Geschichte beginnt im frühen 19. Jahrhundert mit der wohlhabenden Baker-Familie, die in Altoona lebte. Die Familie bestand aus Elias Baker, seiner Frau, 2 Söhnen und eben seiner Tochter Anna, die 1836 geboren wurde. Elias war für seine Strenge und sozialen Status bekannt und sie lebten in einer wirklich wunderschönen Villa. Das ist heutzutage ein Museum, also man kann da auch hingehen. Anna war 18 Jahre alt, als sie sich in einen Mann verliebte, der allerdings
nicht diesem gesellschaftlichen Stand entsprach, der Elias für seine Tochter vorgesehen hatte. Und er war ein einfacher Arbeiter in der Firma von Elias, weswegen Anna ihn nicht lieben durfte und Elias diese Beziehung wirklich sehr, sehr strikt verboten hat. Wie das halt so oftmals der Fall war früher, und in manchen Familien ist das ja heutzutage auch noch so, was ich wirklich eine sehr, sehr traurige Vorstellung finde, wenn du einfach dich in jemanden verliebst, der halt nicht diesen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Stand entspricht und du ihn deswegen nicht heiraten darfst. Das muss wirklich sehr, sehr traurig sein. Aber die beiden trotzten dem gesellschaftlichen Druck, hielten ihre Beziehung geheim und planten sogar zu heiraten und ihrer Liebe eine Chance zu geben. Anna hatte sogar bereits ihr Kleid ausgesucht, eben dieses gute Stück. Doch letzten Endes gewann ihr Vater, denn als er herausbekam, dass die beiden zusammen waren, feuerte er den jungen Mann und drohte ihm sogar mit dem Tod, sollte er sich nicht fern von Anna halten. Natürlich war die Beziehung zwischen Elias und Anna daraufhin nicht mehr die beste und Anna wurde sehr depressiv, verließ kaum noch ihr Zimmer, aß wenig, sprach wenig und sie schwor sich dann auch niemals zu heiraten, wenn sie ihrer Liebe nicht nachgehen durfte. Das ist so sad, Alter. Als Elias verstarb, nahm Anna das als, sagen wir, Chance, auch wenn sich das ein bisschen gemein anhört, und suchte jetzt wieder nach ihrem Geliebten, nur um dann festzustellen, dass er inzwischen jemand anderen geheiratet und eine Familie hatte. Das war für sie natürlich ein sehr harter Schlag und sie wurde noch depressiver und starb schließlich im Jahr 1914 als verbitterte und einsame Frau, die sehr zurückgezogen lebte. Die einzigen Male, wo sie dieses Kleid trug, war allein in ihrem Zimmer mit Tränen in den Augen. Wenn das keine traurige Geschichte ist, dann weiß ich auch nicht. Das Kleid befindet sich eben immer noch in der Baker Mansion, weil, wie gesagt, das ist heutzutage ein Museum und es ist in einer Glasvitrine vorzufinden. Besucher und Angestellte berichten davon, dass sich das Kleid auf unerklärliche Art und Weise hinter dem Glas bewegen soll, besonders wenn Vollmond ist. Und man soll sie auch weinen hören oder auch hören, wie sie Hochzeitslieder summt. Besonders Frauen sollen Albträume und Unglück haben, nachdem sie das Kleid gesehen haben. Man nimmt an, dass das Kleid vielleicht durch Windzüge bewegt werden, wo ich mich frage, wie soll Wind in einer Glasvitrine entstehen? Aber ja, sowohl Anna als auch Elias und ihr Bruder sollen öfter in dem Haus auch in Gestalt gesehen worden sein. Annas Bruder ist bei einem Unfall gestorben. Und seinen Körper hat man wohl etwas länger in der Baker Mansion aufbewahrt, weil es wohl zu kalt gewesen war, um ihn zu beerdigen. Anna trägt immer ihr Hochzeitskleid, wenn sie sich zeigt. Und ja, ich finde es einfach super traurig. Ist es nicht so sad? Es ist auf jeden Fall für viele auch ein Symbol dafür, dass Liebe und Emotionen nach dem Tod noch weiter besteht. Und irgendwie ist das so, das ist so ein bisschen bittersüß, oder, diese Geschichte. Es ist einerseits sehr traurig, andererseits ist es auch eben so eine Metapher, dass Liebe halt selbst auch nach dem Tod noch besteht. Gott, ich werde hier voll emotional, ey, zum nächsten Gegenstand hier, aber sofort. Weiter geht es mit einem heimgesuchten Gemälde, welches ich habe mich verliebt in dieses Ding, wirklich. Ich habe das schon lange auf dem Kieker und ich finde dieses Gemälde unfassbar schön. Ich weiß nicht, was es ist an diesem Gemälde, aber ich finde es unsagbar schön. Ich finde, es hat eine schöne Aura. Ich finde im Gegensatz zu der Geschichte, die wir gleich hören werden, sind meine Feelings zu dem Gemälde eigentlich ganz andere, weswegen ich da so ein bisschen im Konflikt bin. Aber anyway, ich erzähle euch jetzt erstmal die Geschichte. Und nicht nur das Bild finde ich wunderschön, sondern auch den Titel, denn es heißt The Love Letters. Ich wollte die Geschichte schon lange beleuchten und ich freue mich, euch heute diese Geschichte endlich erzählen zu können. Es beinhaltet natürlich auch eine weitere tragische Geschichte von dem Tod eines jungen Mädchens namens Samantha Houston. Kurz vorweg sei gesagt, man weiß nicht, ob es sich bei dem Mädchen wirklich um Samantha handelt, aber es ist die Legende, die sich am meisten durchgesetzt hat, also gehen wir damit. Dieses Gemälde stammt aus dem 19. Jahrhundert und wird einem anonymen Künstler zugeschrieben. Und man kann ein Mädchen darauf sehen, die einen Brief in der Hand hält. Manche gehen davon aus, dass dieser Brief symbolisch schon für schlechte Botschaften steht, weswegen das Bild von Anfang an so ein bisschen traurige und behaftete Aura hat, obwohl das Mädchen lächelt. Manche schreiben das Bild dem Künstler Charles Trevor Garland zu, der von 1855 bis 1906 lebte und in seinen Gemälden gerne Kinder, Tiere oder idyllische Landschaften malte. Doch es ist, wie gesagt, nicht zu 100% geklärt, wer das Gemälde letzten Endes gemalt hat, weil das war auch diese Zeit, wo die Künstler gerne mal anonym ihre Werke veröffentlicht haben.
und das Kunstwerk wurde erstmals in einem privaten Haushalt in England bekannt und wechselte dann nach und nach die Besitzer, aber seltsame Ereignisse tauchten immer wieder auf, egal wo das Gemälde hinkam. Es soll Unglück und sogar den Tod bringen für diejenigen, die im Besitz davon sind. Und angeblich sollen die ersten Besitzer dieses Bildes auf mysteriöse Art und Weise verstorben sein. Erst der Ehemann bei einem Unfall. Kurze Zeit später wurde wohl auch die Frau tot im Schlafzimmer vorgefunden, mit dem Gemälde neben ihrem Bett. Weitere Besitzer berichten davon, dass sie sich von den Augen des Mädchens beobachtet fühlen. Sie erzählen von seltsamen Geräuschen, wie beispielsweise Schritten, Unwohlsein und Albträumen. Und in vielen Träumen soll dieser Brief tatsächlich auch Hauptbestandteil gewesen sein, so als würde der Geist sie darauf hinweisen wollen, diese Botschaft zu lesen. Und vielleicht hat dieser Geist ja auch in irgendeiner Art und Weise eine Botschaft für jemanden. Und auch soll das Bild wohl öfter den Standort gewechselt haben, sodass man ihn eins an einem Ort aufhing und dann irgendwann war es an einem ganz anderen Platz, obwohl es niemand Menschliches es verschoben hatte. Oder aber man hatte es sogar ganz aus dem Wohnraum verbannt, aus Angst, nur um es dann später doch wieder im Haus zu finden. Also die Vorstellung finde ich auch super gruselig. Das ist ja auch manchmal in so Horrorfilmen, wenn man so eine Haunted Doll oder so wegschmeißt und dann auf einmal sitzt sie wieder in der Wohnung oder so. Imagine Lucy. Nein, ich würde die niemals wegschmeißen. Ebenfalls werden intensive Emotionen wahrgenommen, wie Trauer oder Unruhe, für diejenigen, die halt sensibel dafür sind. Die Geschichte von Samantha besagt, dass sie 4 Jahre alt gewesen sein soll, als sie 1887 im Driscoll Hotel, dort hängt es heutzutage übrigens immer noch, verstarb. Das Hotel befindet sich in Austin, Texas und gilt ebenfalls als heimgesucht, nicht nur aufgrund des Bildes, sondern da gibt es auch die ein oder andere Geistergeschichte, die wir uns sehr gerne auch noch anschauen können. Auf jeden Fall soll Samantha mit einem Ball gespielt haben, der die Treppe runtergerollt ist und sie ist dabei wohl die Treppe hinuntergefallen und dabei verstorben. Gäste des Hotels berichten darüber, dass sie einen Ball hören, wie er auf und ab geworfen wird, sowie Kinderlachen und Schritte in der Nähe des Gemäldes. Wie gesagt, offiziell ist es nicht bestätigt, dass das Mädchen überhaupt Samantha Houston darstellt, aber wir haben ja bereits auch über Egregoren zum Beispiel gesprochen. Das Video könnt ihr hier anschauen, falls ihr nicht wisst, wovon ich gerade rede. Es könnte also sein, dass sich der Geist des kleinen Mädchens tatsächlich irgendwie manifestiert hat in diesem Hotel, weil eben so viele Menschen daran glauben und so starke Emotionen damit auch verbunden sind. Also, was glaubt ihr? Ist das Gemälde wirklich heimgesucht? Handelt es sich um einen Egregor? Ist es vielleicht ein anderes Mädchen, das damit in Verbindung gebracht wird und sie heißt vielleicht einfach nur anders? Lasst mich gerne wissen und lasst mich auch gerne wissen, was ihr fühlt, wenn ihr dieses Gemälde anschaut, weil ich finde es super schön und für mich hat es eher so eine ruhige Wirkung tatsächlich. Also, keine Ahnung, was bei mir los ist. Aber sie sieht Lucy auch tatsächlich ein bisschen ähnlich, ist mir aufgefallen. Jetzt führt uns unsere Reise nach Japan und zwar ins 12. Jahrhundert. Und es handelt sich um Einstein. Erstmal ein bisschen unspektakulär, aber wartet, das ist nicht irgendein Stein, okay? In der japanischen Folklore gibt es die sogenannten neunschwänzigen Füchse. Von denen habt ihr bestimmt schon mal gehört. Aus Animes oder Filmen oder sonst was. Das sind auf jeden Fall Dämonen, die der Menschheit Chaos und Unruhe bringen und ihre Form wandeln können. Und sie geben sich gerne als Menschen aus, um unauffällig Krankheit, Unglück oder sogar Tod zu bringen. Es gibt, by the way, eine gute Netflix-Serie dazu, die heißt Tale of the Nine Tails. Für diejenigen unter euch, die gerne K-Dramen schauen, klare Ebbesche Empfehlung. Jedenfalls geht es hier bei diesem Gegenstand um so einen neunschwänzigen Fuchs. Eines Nachts findet ein Ehepaar ein Baby ausgesetzt. Sagt man das bei Menschen auch so? Sie haben das Kind auf jeden Fall mitgenommen, weil, naja, sie hatten halt ein Herz und Moral und so wuchs das Mädchen bei ihnen auf. Dieses Mädchen trug den Namen Tamamo no Mae und war ein sehr kluges und talentiertes Kind. Sie wurde älter und war von allen Menschen angesehen und sie genoss auch einen guten Ruf und erfreute sich Beliebtheit, sodass sie bald zu der Lieblingskonkubine vom Kaiser wurde. Doch was niemand wusste, Tamamo war kein Mensch, sondern sie war ein solch neunschwänziger Fuchs, dessen Ziel es war, Chaos über Japan zu bringen. Der Kaiser wurde irgendwann krank und man fand durch Wahrsager und Zauber heraus, dass Tamamo für seine Krankheit verantwortlich war, woraufhin man versuchte, sie umzubringen. Der Kaiser schickte 2 Soldaten los, doch es dauerte eine ganze Weile, bis sie Tamamo schließlich hatten und sie umbrachten. Sie wurde besiegt und ihre Seele wurde in einen Stein gesperrt, eben diesen Stein, welcher fortan unter dem Namen Sesshoseki bekannt wurde, was übersetzt etwa Tötenstein heißt. Und man sagt, dass jeder, der diesen Stein zu nahe kommt oder ihn berührt,
auf der Stelle stirbt. Im 14. Jahrhundert soll ein buddhistischer Mönch den Geist von Tamamo mit Ritualen und Gebeten besänftigt haben, sodass ihre Seele wohl Frieden fand und er seine Wirkung verlor. Aber man munkelt, dass dem nicht so ist, weil diese ganzen mysteriösen Todesfälle erst danach stattgefunden haben. Der Ort, wo der Stein liegt, ist auch ein beliebter Touristenspot. Da ist auch in der Nähe sind da auch so heiße Quellen und so und es ist nah von Tokio. Und viele Menschen wollen eben diesen Stein sehen und seine düstere Aura erleben. Aber 2022 hat sich etwas mit diesem Stein getan, denn er ist in zwei gebrochen. Und das wurde von vielen als Zeichen gedeutet, dass der Geist von Tamamo jetzt wieder freigesetzt ist und die Menschheit nun wieder in Gefahr lebt. Aber Wissenschaftler sagen, dass das die Nachfolgen von natürlicher Witterung ist und dass es keinen Grund zur Angst gibt. Aber ja, viele Menschen haben Panik davor, dass dieser neunschwänzige Fuchs jetzt eben wieder auf der Erde wandelt und erneut Unglück bringt über Japan. Ich finde die japanische Folklore auf jeden Fall sehr, sehr spannend und ich liebe auch so diese mystischen Wesen wie eben diese neunschwänzigen Füchse und so. Deswegen hat mir diese Geschichte besonders gut gefallen. Jetzt schauen wir uns ein Schmuckstück an und Leute, diese Geschichte, ich liebe sie wirklich. So, jetzt kommen wir eben zu einem Ring, von dem ich euch ganz besonders erzählen wollte, denn diese Geschichte dahinter inspirierte die Filmreihe Herr der Ringe. Ich liebe, liebe, liebe sie. Wenn ich in meinem Leben nur noch einen Film angucken dürfte, dann wäre es einer von Herr der Ringe Trilogie. Ich tendiere zum dritten. Okay, ich muss anmerken, dass es hierfür keine hundertprozentigen Beweise gibt, dass Tolkien sich da ein bisschen hat inspirieren lassen, aber es wird angenommen, dass es so war. Anyway, es geht auf jeden Fall um den Fall des verfluchten Rings des Silvanus, auch der Weinring genannt. Die Versionen verschwimmen ein wenig, wie das halt immer so ist bei uralten Legenden, aber ich erzähle euch auf jeden Fall, was ich herausfinden konnte. Dieser Ring ist aus Gold und wird bis ins 4. Jahrhundert zurückdatiert. Und es ist nicht sonderlich viel über ihn bekannt. Er wurde wohl 1785 auf einem Feld in Silchester in England entdeckt, eine Stadt römischen Ursprungs, wo man noch weitere archäologische Funde im Laufe der Zeit gemacht hat. Und er hinterlässt wirklich eine Schneise von seltsamen Todesfällen, weswegen man ihn schnell als verflucht deklarierte. Dieser Ring gehörte wohl einst einem Römer und Alchemisten mit dem Namen Silvanus, wer hätte es gedacht. Doch als er von einem weiteren Mann, Senecianus, gestohlen wurde, war Silvanus, zu Recht, will ich anmerken, ein bisschen pisst darüber und sprach einen Fluch über den Dieb aus. Ich finde es immer ein bisschen krass, wie schnell Leute andere Leute verfluchen. Jeder, der den Ring tragen würde, würde Furchtbares widerfahren und nur Menschen mit einem reinen Herz würden davon verschont bleiben. Der Ring soll seinem Träger nämlich Unsterblichkeit und Macht verleihen. Die Legende besagt weiterhin, dass Silvanus dafür hingerichtet wurde, weil man ihn der Ketzerei und natürlich dunkler Magie beschuldigte. Und jeder, der diesen Ring fortan trug, verfiel dem Wahnsinn, wurde vom Unglück verfolgt und nicht selten endete das Ganze in einem tragischen Tod. Der Ring kam nach seinem Fund in die Familie Chut, keine Ahnung, wie man es ausspricht, die in einem Herrenhaus namens The Vine wohnten. Der Bauer, der ihn fand, hatte den halt verkauft und die Familie war wohlhabend und hatte wohl auch ein reges Interesse an diversen okkulten Gegenständen. Und in diesem Haus gibt es auch eine Bibliothek, wo der Ring aufbewahrt wurde. Was allerdings noch zu dem Ring hinzukommt, ist eine sogenannte Fluchtafel, die 130 Kilometer entfernt von The Vine gefunden wurde. An dieser Stelle war ein Tempel, der dem Gott Nodens gewidmet war. Und auf dieser Tafel stand Folgendes. Für den Gott Nodens. Silvanus hatte einen Ring verloren und die Hälfte Nodens gespendet. Unter denen mit Namen Senecianus wird keine gute Gesundheit gewährt, bis er dem Tempel von Nodens zurückgegeben wird. Ja. Die Legende um den Ring besagt, dass Silvanus diese Tafel als Katalysator quasi genutzt hat, um den Fluch zu verstärken. Ansonsten wäre der Ring wohl nur weiterhin das geblieben, nämlich ein Ring. Andere wiederum behaupten, Silvanus hätte einen Teil seiner Seele abgespalten und in die Tafel gesperrt, um den Fluch noch tödlicher zu machen. Auch da haben wir eine Geschichte, die uns in den Kopf kommt, oder? Voldemort? Den Fluch zu lösen ist wohl nur in Verbindung dieser beiden Gegenstände möglich. Und wo die Tafel heutzutage ist, man weiß es nicht. Einige behaupten, sie sei von der Kirche konfisziert worden, andere behaupten, sie sei durch Rituale zerstört worden. Für andere ist es klar, die existiert überhaupt nicht. Letzten Endes, man weiß es nicht. Man erzählt sich zwar von einigen Besitzern, die wohl im Besitz diesen Ringes waren, die allesamt dem Wahnsinn verfielen und auf mysteriöse Art und Weise verstarben, nachdem sie den Ring in ihrem Besitz hatten.
Aber ich habe ehrlicherweise nicht wirklich eine zuverlässige Quelle für diese Geschichten finden können. Vielleicht bleibt es halt einfach nur das eine gruselige Legende. Aber ich finde die Erzählung äußerst spannend, auch in Verbindung mit Tolkien. Und ich wollte die euch unbedingt erzählen. Das ist einfach mal eine andere Story, Leute. Das ist einfach mal eine andere Story. Jetzt wisst ihr, wo Tolkien sich vielleicht hat inspirieren lassen. Kommen wir jetzt zum nächsten Objekt. Hier haben wir ein weiteres Gemälde, welches es auf unsere Liste geschafft hat. The Hands Resist Him. Dieses gute Stück könnten die meisten von euch schon kennen oder vielleicht zumindest schon mal gesehen haben. Für mich eines der spannendsten heimgesuchten Gemälde. Das Bild entstand 1972 und wurde von dem Künstler Bill Stornham gefertigt und erlangte weltweites Aufsehen durch paranormale Aktivitäten, die um das Bild herum stattfanden. Ich finde, das Bild hat schon so eine creepy Aura. Was meint ihr? Also wir sehen einen Jungen und neben diesem Jungen steht eine große lebensechte Puppe und im Hintergrund mehrere Hände, die so aus der Dunkelheit nach ihm greifen. Also ich finde gerade so mit den Händen, die aus der Dunkelheit kommen und nach dem Jungen greifen, das ist schon ein bisschen metaphorisch. Also ich finde es auch super, ich finde es auch super gruselig. Einfach, ich würde mir das, glaube ich, ja doch, in den Flur würde ich mir schon hängen. Die Inspiration für das Gemälde war ein Foto von dem Künstler selber in jungen Jahren und er sagt weiter, dass die Glastür quasi der Schleier zwischen Traum- und Wachzustand darstellt und die Puppe der Übermittler zwischen diesen zwei Welten sei. Also wenn da nicht jemand an das Paranormale glaubt. Das Bild wurde ursprünglich für eine Ausstellung in Los Angeles geschaffen und kam später in die Hände des Schauspielers John Marley, den wir aus Der Pate kennen. Er verkaufte es allerdings noch vor seinem Tod und einige Jahre war es untergetaucht bis zum Jahr 2000. Da wurde es nämlich auf eBay hochgeladen mit den Worten, es sei heimgesucht, da der Besitzer unheimliche Erlebnisse damit gemacht hatte. Die Figuren sollen sich nachts bewegt haben, der Junge sowie die Puppe sollen mehrmals die Position geändert oder sogar das Bild verlassen haben. Boah, imagine, ihr habt nicht so eine Haunted Doll, sondern ihr habt eine Haunted Doll, die aus einem Gemälde rauskrabbelt. Das wäre Next Level. Weiter heißt es, man fühle sich beobachtet, ängstlich und bekommt Übelkeit, wenn man dem Bild zu nahe kommt. Bei anderen hat es Albträume und sogar Poltergeist-Aktivitäten ausgelöst. Selbst einige, die das Bild nur über das Internet gesehen haben, berichten später über Übelkeit und Unwohlsein. Als Bill Stornham von dem angeblichen Fluch seines Werkes hörte, sagte er, er hatte nicht vorgehabt, ein verfluchtes oder heimgesuchtes Kunstwerk zu erschaffen, aber er berichtet auch, dass ein Kunstkritiker sowie ein Galerist nach einer Ausstellung, in der dieses Bild hing, innerhalb kürzester Zeit unter mysteriösen Umständen verstorben war. Also ja, wenn selbst der Künstler das schon sagt über sein Bild. Heutzutage befindet es sich allerdings im Privatbesitz und es ist nicht mehr öffentlich zugänglich. Die derzeitigen Besitzer berichten auch nichts von paranormalen Aktivitäten. Als wir in Chillingham Castle waren, war in unserem Raum, in dem wir geschlafen haben, auch so ein Gemälde, was auch so eine ähnliche Geschichte hat, denn da war eine Frau drauf und man sagte uns, dass diese Frau nachts gerne dieses Porträt verlässt von ihr. Und wir haben es zwar nicht gesehen, aber Leon hat eine interessante Aufnahme, denn der hat den Raum gefilmt, als wir gepennt haben. Und das hat sich wirklich so angehört, als wäre da jemand im Raum und als würde da jemand rumlaufen. Und wir haben wirklich alle tief und fest geschlafen zu dem Zeitraum, denn das war die letzte Nacht unserer England-Tour. Wir waren allesamt durch, das war irgendwie dritte oder vierte Nacht in Folge, wo wir durchgeballert haben. Oder ist es jemand schlafgewandelt? Das könnte auch sein. Wobei keiner von uns schlafwandelt. Das wäre fast noch gruseliger. Nach diesem Werk gibt es noch weitere Bilder von Bill, die als Weiterführung dieser Szene bekannt sind. Wie zum Beispiel Resistance at the Threshold, wo die Puppe ein Mädchen ist und der Junge ein Mann inzwischen. Ebenfalls eine Weiterführung ist das Werk The Threshold of Elevation. Beide haben zwar diese mysteriöse und mystische und dunkle Aura wie The Hands Resist Him. Es gab allerdings keine Berichte darüber, dass diese ebenfalls heimgesucht oder verflucht seien. Ich frage mich halt immer so, was hat sich der Künstler gedacht, als er erstmalig diese Geschichten über dieses Bild gehört hat? Ich meine, es hat ihm so eine gewisse Berühmtheit wahrscheinlich nochmal gegeben. Aber ich kann mir halt auch vorstellen, dass viele Leute seine Kunst dann nicht kaufen wollten, was ja auch wiederum schlecht für ihn ist. Kommen wir jetzt noch zum letzten Gegenstand, wieder ein Schmuckstück. Dieses wunderschöne Stück ist wohl nicht nur der größte, sondern auch der berühmteste Edelstein der Welt und trägt eine lange und blutige Geschichte mit sich. Sein Name übersetzt bedeutet Berg des Lichts, was erstmal mega schön klingt, aber die Geschichte ist sehr düster. Man sagt, dass der Fluch nur Männer betrifft, also Ladies, wir sind safe, wir können ihn tragen.
Die Ursprünge dieses Diamantes reichen 5000 Jahre nach Indien zurück und wurde erstmals im Jahr 1304 schriftlich erwähnt. In diesem Text steht: Derjenige, der diesen Diamanten besitzt, wird die ganze Welt besitzen. Aber ihm wird auch alles Unglück dieser Welt treffen. Der Diamant wechselte oft den Besitzer, häufig durch Krieg, Mord oder Intrigen, wobei die Männer ihn trugen, auf unerklärliche Art starben, denn es heißt, nur Gott oder eine Frau dürfen ihn ungestraft tragen. Der Diamant wechselte zwischen den Ländern Afghanistan, Indien und Persien hin und her. Und als man im 18. Jahrhundert den persischen Schah ermordete, kam er in eine Schatzkammer, bis er schließlich Mitte des 19. Jahrhunderts in die Hände der Briten gelangte. 1850 wurde er dann offiziell an Königin Victoria übergeben und es wurde von da an Tradition, diesen Stein in die Kronen einzuarbeiten. Es wurde tatsächlich aber auch stets darauf geachtet, dass der Diamant nur von Frauen getragen wurde, was ich ziemlich interessant finde. Königin Camilla trägt den Diamanten allerdings nicht in der Krone. Er liegt derzeit im Tower of London. Indien, Afghanistan, Iran und Pakistan möchten den Diamanten allerdings wieder zurück und es gibt deswegen immer wieder hitzige Diskussionen und Debatten. Aber es sieht nicht danach aus, dass England diesen Diamanten jemals wieder rausrücken wird. Es gibt natürlich noch unzählige weitere verfluchte oder besessene Gegenstände, die wir uns anschauen können. Falls ihr einen Gegenstand im Kopf habt, den wir im nächsten Video unter die Lupe nehmen sollen, dann schreibt das gerne in die Kommentare. Ansonsten sind wir jetzt am Ende dieses Videos angekommen und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da, so wie immer, und abonniert meinen Kanal, wenn das nicht schon passiert ist. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin, ciao. Und schaltet Sonntag ein zur Creepypasta. Wisst ihr Bescheid, ne? 18 Uhr.